Kampfvorbereitung. Unterschätze niemals deinen Gegner. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück des Hexenkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manchen Hexer das Leben gerettet. Du solltest dir Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, ehe du dich in einen Kampf stürzt. Ja, das hatten wir schon. Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrung gewinnst. Und deinen Charakter weiterentwickeln, um stärker zu werden. Ja, ist jetzt die Frage, ob wir das brauchen. Wir müssen ja eh erstmal jetzt noch hier das Kreuztorn finden. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Weil hier ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein krasser Typ, oder? Egal, ich geh mal hier hin. Halten zum Interagieren. Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Nett. Jetzt haben wir das Quen-Zeichen für 30 Minuten. Das heißt, wenn ich jetzt hier Charakter... Wollte jetzt direkt noch einen Punkt reinsetzen, oder wie sieht das aus? Jetzt geht's, oder wie? Platz auswählen, annehmen. Ah, ich muss das da reinlegen, okay. Und wie? Fertigkeit verbessern. Ja. Also, wenn man die falschen Tasten auf dem Controller drückt, ist es auch kein Wunder, dass man den nicht investieren kann. Also, X investieren und A zum Auswählen des Platzes. Geht natürlich erst, wenn man da rein einen Punkt investiert hat. So, haben wir unseren leichten Angriff verbessert. Ich würde mal sagen, wir rufen mal unser Pferd. Da kommt es auch. Und dann gucken wir mal, was wir eine Runde Kreuztoren finden, oder? Ja, hallo? Sitzt du wohl auf? Lauf, Blitze! Auf geht's, Blitze! Sprinte, was das Zeug hält hier. So, ab durch den Wald. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Wölfe, die wir erledigen können. Oder wir können schnell reisen. Das könnte attraktiv sein. Vielleicht probieren wir das Ganze mal. Komm ich hier nicht los? Kommen hier nicht hoch. Hier vielleicht. Blitze, stell dich nicht so an hier. Beweg dich. Eben. So, können wir das auch vom Pferd aus machen? Natürlich nicht. Dann machen wir das halt so. Wir wollen da oben hin. Das heißt, welcher Wegpunkt ist uns am nächsten? Ich würde mal sagen Mühle, ne? Dann ab zur Mühle. Ladezeiten sind auf jeden Fall mehr als okay. Wo ist das Pferd? Da oben kommt's. Ja, komm an hier. Och, Blitze, was da los? Wollen noch Kreuzhorn finden gehen. Vielleicht sollten wir mal eine Runde speichern. Wie war denn das? So. Speichern. Freier. Machen wir das. So. Weiter so, Blitze. Ja, Blitze. Ich weiß nicht, ob ich die nicht stehen lassen sollte, während wir in den Fluss gehen. Kann das Pferd schwimmen? Könntest du ausprobieren. Wir probieren es aus. Wir haben ja gerade gespeichert. Das mag nicht. Okay, dann nicht. Dann gehen wir alleine schwimmen. Können wir auch tauchen? Halte gedrückt, um schnell zu schwimmen. Halte X gedrückt, um nach unten zu tauchen. Okay. Wow. Da oben haben wir Sauerstoff. Was haben wir jetzt hier noch? Hier haben wir jetzt Pflanzen und so. Dann sammeln wir mal ein bisschen. Ich würde sagen, wir nehmen mal ein, zwei mehr mit. Wer weiß, wann wir das Zeug nochmal brauchen. Außerdem haben wir ja eh genug Luft hier, ne? So. Ich weiß gar nicht, wie wir hoch. Schnell schwimmen. A und B auftauchen. Okay. Haben wir die noch mit und das sollte reichen. Dann komm ab nach oben hier. Oh! Wow, das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ich schwimme jetzt erstmal hier wieder darüber, damit wir mit dem Pferd reiten können, würde ich sagen. Oder wir müssen aber eh beim Fluss rüber. Ich sollte mal da hinten nochmal nach einer Brücke gucken. So, Plötze. Hier. Hallo. Einmal aufsitzen, bitte. Da reagiert das Spiel noch nicht immer direkt. Das ist ein bisschen schade. So, wir reiten da lang. Komm hier. Auf geht's. Wir haben eilig. Wir haben es eilig. Wir wollen noch die Yennefer finden, du. Na, das geht jetzt hier wohl, oder? Ja,
Natürlich, hier waren wir doch schon. Machen wir ab zu Wesimir, zum Meister. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Bermann. So, dann stellen wir mal das Pferd hier ab, würde ich sagen, oder? Komm schon! So. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er schon gut. Darf ich dieser Bojan stören? Wagt ihr? Ja? Was ist denn, Wolf? Ich habe einen Vertrag für den Greifen angenommen. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Ah, was soll er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter. Sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ja, ich hab da so ein paar Informationen und den Kreuzern habe ich auch schon. Ich hab ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. So, den Kreuzdorn habe ich auch schon. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Na komm. Dann legen wir los. Machen wir noch, würde ich sagen, oder? Es ist Zeit für die Falle. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Sehe ich auch so. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Hoffen wir mal. Gut, wir treffen uns dort. Ja, dann komm, Plätze. Bereite dich auf den Kampf gegen den Greifen vor, indem du den Trank Donner herstellst. Dafür gehen wir ins Spielmenü Alchemie. Zum Herstellen des Gegenstands benötigst du die richtigen Zutaten, ja. Haben wir verstanden. Hier findest du die Beschreibung des Gegenstandes, den du herstellen kannst. Okay. Gegenstandsarten. Rezept auswählen. Tränke Donner. Dafür brauchen wir zwei Materialien, die wir haben. Also stellen wir mal her. So. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit du sie im Spiel einsetzen kannst. Verwende LB und RB, um das Inventar zu öffnen. So, haben wir. Du hast einen Hexertrank, doch du musst ihn ausrüsten, wenn du ihn verwenden willst. So. Und Platz wählen. Ja. Habe ich das. So. Statt dem Brot jetzt gerade drin, wenn ich das richtig sehe. Hier siehst du deine aktuell ausgerüsteten Gegenstände. Ja. Ja. Ja, hier findest du die Informationen. Okay, Gegenstand ausrüsten, wähle ihn aus und drücke A. Haben wir gelernt jetzt. Haben wir hier irgendwie so. Nehmen wir mal das Fleisch statt dem Trinken, würde ich sagen. Das bringt uns ein bisschen mehr. Und dann gehen wir mal raus hier und reiten mit der guten Plötze eine Runde. Schneller. Und suchen mal nach Wesimir, da wo er denkt, dass wir die Falle aufstellen sollten, würde ich sagen, oder? So, irgendwo auf der anderen Seite, sagte er. Hier links. Dann rechts. Ups, da ist er doch schon, oder? Da war er. So, Plätze, du darfst am besten weggehen. So. Guten Tag, der. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Wir können anfangen, würde ich sagen. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen.
Ah, ein Schafsköter. Wir nur noch Köder. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Machen wir. Bieten zwar nicht viel Schutz, aber wird schon klappen. Ist ja ein gescriptetes Spiel, sag mal, ne? Wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Wenn wir sie denn finden. Na? Da kommt er. Dann wollen wir mal jagen, ne? Heißen wir ihn herzlich willkommen. Natürlich. Wir müssen auch diesen Trank da schlucken gleich. Was soll man denn machen? Eine Armbrust. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ja, wenn das Ding fliegt. Eigentlich wollte ich jetzt nicht so viel reden, sondern kämpfen. Wollen wir mit den Traditionen auf? Bevor das Vieh weg ist. Wir müssen einen Greif töten. Eben. Hätte man eigentlich direkt einfach Gift reintun können. Vor dem sehe ich auf jeden Fall jetzt mal an. Ah, okay, da kann ich jetzt die Armbrust auswählen. Drücke RB, um einen Armbrustbolzen zu verschießen. Dafür würde ich das Vieh gerne auswählen, aber ich kann nicht. Oh, da sind wir noch ausgewichen. Hallo? RB. Wie ziele ich? So ziele ich. Und. Ah. Wieso kann ich den nicht auswählen? Das ist interessant. Ja. Treffen üben wir nochmal. Habe ich jetzt getroffen oder nicht? So, er trifft mich auf jeden Fall nicht. So, nachladen. So, da ist er unten. Ah, falsche Taste. Na? Na, komm her. Scheiß Greif, du. Na, er greift auch aus. Das sollten wir auch tun. So, ich habe doch irgendwo diesen Trank. Wie war das jetzt? Nach oben drücken? Ja. Okay. Was auch immer der jetzt macht. Oh. Generiere hier gleichzeitig nochmal. Ich habe den auf jeden Fall ausgewählt anscheinend. Ich weiß es nicht, ob das mit der Armbrust was bringt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich muss das machen, damit der vom Himmel kommt. So, RB. Oder er kommt auch so. Natürlich gerade dann, wenn ich ihn angreifen will. Was mit dem Ausweichen ist noch nicht ganz so. Sag mal, macht der Kerl auch was da hinten eigentlich? Oder guckt er nur zu? So. Ich sollte hier mal sowas nehmen. Wenn ein Kampf zu schwierig ist, kannst du flüchten. Sag mal. Ich esse doch gerade was. Ich will nicht flüchten. Ich will hier eine Runde ausweichen, um mich zu regenerieren, ehrlich gesagt. So. Gerade noch so ausgewichen. Ach. Ich will immer die falschen Tasten zu angreifen wählen. Das ist das Hauptproblem gerade so ein bisschen bei mir. Ich will immer hier hinten die Schultertasten auf den Controller wählen. Und weg, 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 weg. So. Aber auf der Hälfte haben wir den schon mal. Nochmal was essen hier. Na komm, greif an. Greif an. Na, na, na. Na, dann machen wir es halt. Na, da fliegt er wieder. Na komm, flieg auf mich zu. Flieg auf mich zu. Oder auch nicht. Sollen wir da hinterher jetzt? Ja, dann wollen wir mal hinterher. Ah, er wählt unten direkt das Brot aus. Das gefällt mir, dass wenn das Fleisch leer ist. Wenn du eine Hexersinn einsetzt, siehst du nicht nur besser, sondern du hörst auch besser, ja.
Super. Ah, okay, damit sehe ich jetzt, wo der hinfliegt. Da vorne ist er. Dann auf jeden Fall mal hinterher hier. Wo gehen wir denn da hoch? Gehen wir hier hoch, oder? So, gefällt mir, dass das System nicht ganz so einfach ist und nicht nur wildes drauf rumgekloppe. Finde ich auf jeden Fall schon mal ganz gut. Kann ich den jetzt... Kann ich mich da irgendwie anschleichen? Nee. So. So. Schnell ein paar Hiebe und dann ausweichen. Na? Oh, ich dachte, wir könnten ein bisschen wenigstens abwehren hier. Muss man auf jeden Fall noch was essen, bevor er das nochmal macht. Mensch, der macht aber auch nicht gerade wenig Schaden. So. So, jetzt kann man es ein bisschen regenerieren, während der in der Luft ist, würde ich sagen, oder? So, Armbrust spannen und ausweichen. Na, komm schon. Spannen wir das Ding nochmal. Na, wenn er auf uns zukommt. Ein Schuss und ausweichen. Und drauf da. Und weg, 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 weg. Jetzt greift der Herr auch mal an. Das ist aber lieb. Na, bevor er uns hier angreift, machen wir lieber nochmal so ein Brot rein. Scheint auf jeden Fall nicht unwichtig zu sein, hier was zu essen. Das gefällt mir. So, und starker Hieb. Noch einer von hinten. Und, ah, weg hier. Weg, 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 weg. Bevor er angreift. Und, nein, 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 nein. Davon müssen wir aufpassen, auf jeden Fall. So, und, na, schade. Ich dachte, ich kriege ihn nochmal von hinten. Na. Und ausweichen. Machen wir jetzt nochmal ein, zwei starke Hiebe. Na. Spannen wir das Ding nochmal. Und schießen daneben. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie was bringt. Okay, jetzt ist da wieder eine Luft. Das müssen wir wahrscheinlich nach. Ne, müssen wir noch nicht nachspannen. Na, komm, komm, komm. Na, Kleiner? Ey, ich bin ausgewichen. So. Oh, weg! Weg, 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 weg. Jetzt fliegt das Vieh wieder. Ja, in der Sonnendämmerung werden wir dich hier legen, das glaub aber mal. Eigentlich unendlich Schuss. So, und dran da. Da weicht der aus, ey. Glaub, es hackt. Na dann halt. So. Er schießt nicht, jetzt schießt er. Komm. Und... Eigentlich wollte ich gleich einen hinterher setzen, konnte aber anscheinend nicht. Aber wir haben doch noch hier, warte mal. Das Ding, wie löse ich das denn aus überhaupt? Ah, ich kann auch direkt so im Nahkampf das Teil setzen, okay. Damit mache ich Feuer jetzt, okay. Ist gut. Das setze ich wahrscheinlich auch viel zu wenig ein, dieses Feuer. So, während er kommt, einmal und ausweichen. Und dann drauf. Und noch ein. Haben wir's doch. Da haben wir's doch. Schwieriger als ich dachte, aber man gewöhnt sich dadurch auf jeden Fall gut an die Steuerung, gefällt mir. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt nie aus. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht, es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Natürlich. Na, dann schlagen wir uns mal so einen Greifenkopf ab hier, würde ich sagen, ne? Ne, so nicht. Kann ich den einfach abschlagen oder muss ich jetzt... Ne. Natürlich nicht. Der wäre ja auch zu schön gewesen. Der liegt jetzt wahrscheinlich hier im Blut drin oder was. Sag mal. So. Greifenfedern. Staub. Ja, und da ist die Trophäe, der Kopf bleibt aber da liegen. Oder macht er das jetzt? Na, er macht's jetzt. Mit dem Messer willst du den Kopf abschneiden? Na, ich weiß ja nicht. Scheint zu klappen. Hat das Vieh jetzt keinen Kopf mehr? Tatsächlich. Und wo haben wir den bitte? Ah, da hängt er.
Ja, wird dran gedacht, das finde ich gut. Ich hab ja schon nichts gesagt. Heya! Na dann, ab zur Belohnung. Mal hier mal eine Runde schnell reisen, bringt das was? Wir können ja mal gucken. Langsam, so, absitzen. Langsam. Und schnell reisen. Wo müssen wir denn hin? Bin ich blind? Da müssen wir hin, da können wir auch direkt hinreisen. Das machen wir dann auch, würde ich sagen, oder? Und dann würde ich sagen, mache ich mal eine Pause. Für euch geht's eh wahrscheinlich direkt schon weiter. Von der Freiheit-Brigade das sehen wir gleich. Deinesgleichen hat dort gedient, Anderlinge. Ihr wisst ja wahrscheinlich inzwischen schon, wie ich die Parts splitte. Ich weiß es noch nicht genau. Ich denke mal, es wären so 20-Minuten-Parts oder sowas. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Ich hab den, kein freundlicher Hauptmann mehr. Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich hab den Greifen getötet. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Na, dann würde ich sagen, müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Wir sind nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Natürlich nehmen wir das Gold an. Einige Dialoge erfordern schnelle Entscheidungen. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. Wir nehmen das Gold. Von so einem Spacken, dann nehme ich alles, was ich kriege. Sag mal, Leute. Wo knallt es hier? Gibt's das denn? Hört ihr auf hier? Ich glaube, da kommen wir nicht hin, leider. Aufhören! Bitte aufhören! Nun gut. Dann nochmal Glück gehabt. Weg hier, ey. Weg hier. Von diesen schwarzen Ungetümen. So, hier können wir schnell reisen. Entschuldigung, der Herr. Wir reisen jetzt nochmal. Ich find's leicht unübersichtlich. Hier reisen wir hin. So. Na. Man muss genau drauf sein. Dann reden wir noch mal eine Runde mit Vesemir. Oh, hier haben wir einen Händler. Reden wir mit dem, vielleicht verkauft er uns künstlich noch was zu essen. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht, meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Da sind wir doch dabei. Was hast du denn so? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Mal sagen, ein bisschen was zu essen könnte nicht schaden hier. Bärenfell, Schafsfell, Ziegenfell, Baumwolle. Nee. Regeneriert Vitalität. Komm, nimm mal hier mal noch so drei Flaschen mit.
Ist das hier Meistergegenstand? Wettstein dient dazu Reparatur von Gegenständen. Wie teuer ist das Ding dann? Komm, nimm auch mal mit. Ach. So, das reicht jetzt. Wer noch handelt. Bis dann. Pass auf dich auf. Das Fell wollte ich schon gar nicht kaufen. Hast schon mehr gekriegt, als du solltest. Danke, dass ihr mir sagt, dass das eine Gans ist. Das hätte ich sonst nie gewusst. Na? Vesemir, wie sieht's aus, als aus? Yennefer ist in Vysemir. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Dann ist es Zeit zu gehen. Zeit, dass wir aufbrechen. Mhm. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Gut so. Geralt, wir sollten uns haushalten. Nur dieses eine Mal. Das klappt doch eh nicht. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Wie, die abgehängt? Auch noch? Für eine goldene Sonne? Wo ist denn die Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Alter, jetzt geht's aber los hier. Ich lass das durchgehen, Lidgar. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Alter! Jetzt geht's aber los hier. Lass mich los! So viel zu nicht einmischen, aber da muss man sich einfach einmischen. Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt. Wir gehen nirgendwo hin. Na, dann gibt's aufs Maul, würde ich sagen. Jedenfalls nicht. Die geben nicht nach. Hier schmeckt Stahl. Nicht nachlassen. Na, die halten eh nichts aus. Da können wir ruhig ein bisschen drauf gehen. So ein Like-Batman-System hier, wenn ich es ein bisschen hin und her drücke. Also es ist wesentlich angenehmer zu kämpfen, ohne Leute auszuwählen. Okay, Sprungangriffe kann der Kita ja auch. Töten wir die Typen gleich, oder was hier? Okay. Bildschirm schwarz, Stufe 3. Wow. Okay. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht, Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder. Ja, aber wohl ein bisschen übertrieben, ne? So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Ja. Wenn das nicht nur Ärger gibt. Und die Schwatzen. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Wow. Yen? Was Wie? Zur Hölle? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber
Ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Allerdings. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Macht die Pferde bereit. Warum Vysima? Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysima erwartet dich nämlich jemand. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser M hier war Emreis. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Okay. Ich würde sagen, das können wir uns ja wohl mal anhören. Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja. Ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Dann sind wir wieder alleine. Ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Na dann komm mit. Nun gut, dann ab nach Vysimir, würde ich sagen, ne? Und ob da was auf dem Weg passiert oder ob wir die Reise so vernünftig hinkriegen, wir werden es sehen. Erstmal sehen, was die Tante zu sagen hat, ne? Oder, weißt Geralt? Du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Schneid. Da kommen die Reiter. Los jetzt! Okay. Wer auch immer. Sieht nicht gut aus. Interessant. Als ob die denen entkommen könnten. Ah, komm, Zauberwartmädel hier. Na, dürfen wir jetzt gleich selber ran oder wie sieht das aus? Jetzt wo es wieder auf Ingame-Grafik wechselt. Na, da kommt der Zauberspruch. Ich wusste es doch. Obermuckel überlebt. Sie reden morgen darüber in Ordnung nach der Audienz. Oh, ganz schön leise die Stimme von der guten Yennefer. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Ja, genau das haben wir gerade erlebt. Danke für die Zusammenfassung. Wir werden gewaschen. Von drei hübschen Ladies. Das hätte ich dann doch ganz gern zensiert gehabt. Das muss reichen. Mensch, er sieht echt alt aus inzwischen. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht.
Halt's Maul. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Na dann. Cladwin, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Oh Mann, ey. Noch nie was von einem guten Bart gehört. Stimmt was nicht mit meinem Bart? Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Hab ich mal gespannt, ey. Gleich haben wir gar keinen Bart mehr, ha? Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Hässlich. Nein. Ist der Typ. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysima zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Soll das eine Drohung sein? Die Männer sind in der Schlacht gestorben. Die wilde Jagd hat sie getötet. Na dann die wilde Jagd, oder? Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Aber wusste ich doch, dass du zu einfach gestrickt bist. Das ist mir ehrlich gesagt piep egal. Nordlinge, man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Okay, was ist da mit der Grafik los? Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein, er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Spacken. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Erstmal den Schaum ab, würde ich sagen, oder? Bäh. Hässlich, hässlich oder hässlich? Leider hielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Alle Farben, sofern es schwarz ist. Ich will wissen, wo meine Kleider sind. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Das ist das gleiche wie da außen, oder? Das ist hässlich. Na, dann müssen wir ja das hier nehmen. Eigentlich sind die alle hässlich. Aber wir nehmen das jetzt hier. Elegantes Höflingsgewand, nilfgaardische Hose und elegante Schuhe. Ja, yeah, ich habe mich entschieden. Aber ich muss sie wahrscheinlich erstmal selber anziehen, hä? Inventar. So. Gut. Das Handtuch im Inventar. Kann das mitgehen lassen? Boah, sehen wir scheiße aus. Die anderen auch einfach mitnehmen. Ich nehme mal eben die Klamotten mit, ne? So. Boah, schlimm. Aber ich würde sagen, bevor wir zur Audienz gehen, mache ich eine kleine Unterbrechung. Für euch wird es wahrscheinlich direkt weitergehen. Ich sag mal bis dann. Das war euer Smash von Smash.eu. Bis gleich.